Markus, was bietest du an? Ich biete einen Taschenschirm an, einen kleinen handlichen Taschenschirm mit dem Ortsplan von verschiedenen Städten. Wie kommst du dazu, dass du so einen Schirm machst? Ich habe immer einen Artikel eigentlich gesucht, der nachhaltig ist, der immer wieder bestellt wird. Und das ist dann eigentlich der Schirm, der immer wieder bestellt wird und als Geschenk verschenkt wird. Ist das ein Gadget? Ja. Wirst du das vertreiben? Einem Digital Native kannst du es nicht geben. Investieren die Löwen in einen Taschenschirm mit Stadtplan oder lassen sie Markus Hertig im Regen stehen? Grüezi miteinander, meine Damen und Herren, liebe Leute. Mein Name ist Markus Hertig, ich komme aus Volkerswil und meine Erfindung heisst RainMap. Ich brauche 80'000 Franken und bin bereit, 20% Firmenanteil abzugeben. Der RainMap ist ein kleiner Taschenschirm, der in jeder Handtasche Platz hat. Der Schirm ist aussen schwarz und innen ein aktueller Stadtplan der Stadt Zürich. Mit Zürich, Bern, Basel, Genf und Luzern habe ich vor einem Jahr angefangen. Jetzt sind total 30 Schirme im Angebot. Und die verkaufe ich an kleine oder aber auch grosse Fachgeschäfte. Das ist der Cover dazu für die nassen Schirme. Innen mit Mikrofasern, die die Feuchtigkeit sofort aufnimmt. Die möchte ich gerne vermarkten und das richtig pushen dieses Jahr. Und zwar im Bereich Onlinehandel, Hotel, Tourismus, Reisebranche, also wirklich querbeet. Schön. Bitte. Besten Dank. Besten Dank. Bitte schön. Stadt Thun. Genau. Immer mal hinwählen. Ob Markus die Löwen mit seiner RainMap begeistern kann? Können Sie noch ein bisschen ausholen und ein bisschen erzählen über die Geschichte von Ihrer Firma? Also in Zürich an der Bahnhofstrasse habe ich Asiaten zugeschaut, wie sie einen Ortsplan lesen. Dann hat es fest geregnet, der ist runtergefallen, der hat dann den Fuck gerugelt und vorgeworfen. Und dann habe ich gedacht, hey, es muss doch etwas anderes geben, wo man könnte nach einer Strasse suchen. Und dort ist mir eigentlich dann die Idee gekommen, einen Schirm zu machen mit dem Stadtplan drin. Perfekt, das müsste eigentlich in jedem Hotel in Zürich müsste so ein Schirm haben. Also das Hotel-Logo draufgedruckt ist dann quasi, ja. Also da aus das Logo drauf. Können wir das noch machen? Ja klar, auf jeden Fall. Anja, ihre Wohnungen? Die Wohnungen... Ja. Ja. Wir haben unseren eigenen Schirm, den wir produzieren lassen, aber so etwas mit einem Logo drauf könnte man sich auch vorstellen. Ist natürlich eine coole Sache, oder? Geht er auch wieder selber zu, eigentlich? Er ist auch automatisch zum Zumachen, ja. Nur zustossen muss man ihn noch selber. Ja. Und sonst kann man ihn dann auch wieder auftun. Das ist von dort her auch exklusiv. Es gibt nicht viele Schirme, die Doppelautomatik haben. Aber da könnte jetzt jeder kommen und sagen, ich bedrucke die Innenseite von meinem Schirm mit einer Stadtkarte von München oder Berlin. Das ist richtig. Ich habe das natürlich schützen lassen, der RainMap. Der ist das erste Mal in der Schweiz schützen lassen. Aber ein Ausbau auf Europa kann man sofort machen. Darf ich noch fragen, schützen lassen, wenn ich einen Regenschirm machen will, mit einer Stadtkarte innendurch bedruckt, darf ich das nicht? So haben Sie das schützen lassen? Richtig, genau. Also das ist wirklich ein Patent? Also richtig, ja. Ich kann nicht nur einfach den Namen RainMap schützen lassen, sondern ich kann auch das Design schützen lassen und die Idee. Gibt es eigentlich kein Copyright auf Karten? Mal, das gibt es. Müssen Sie da etwas abgeben? Jawohl, ich muss pro Stadt, die ich einkaufe, muss ich eine Lizenz zahlen. Und das hängt auch nicht von der Größe des Ortes ab? Nein. Wenn Zürich wäre jetzt mehr wert als Wieshaupt. So wäre eine gute Idee. Nein, ist nicht so, leider. Die Hülle, die die Feuchtigkeit aufnimmt, finde ich eine gute Idee. Ja. Das ist ja immer ein Problem. Man läuft noch einmal rein und es tropft alles voll. Genau. Ich habe dann natürlich viele Frauen gefragt, was macht ihr mit dem Schirm, wenn ihr mit einem nassen Schirm umeinander lauft. Das ist nicht so lässig und vor allem tut man es nicht in die Handtaschen rein. Und dann hat mir dann eine Frau gesagt, es wäre cool, wenn man so einen Schirmbeutel noch könnte machen, so ein Cover, wo man wirklich den nassen Schirm dann reintun kann. Und da habe ich gefunden, ja, coole Idee, mache ich.
Also ich könnte mir vorstellen, den Schirm zu kaufen, aber ich sehe mich einfach nicht im Schirmgeschäft. Ich weiß einfach nicht, was ich könnte jetzt konkret beitragen oder so mitschaffen. Also von dem her, ich bin draußen. Okay, danke. Wenn Sie jetzt aber einen Partner würden von uns Löwen, müssten Sie ja dann, was würden Sie dann machen? Wie würden Sie das organisieren? Ja, kommt natürlich darauf an, ob Sie mit mir dann in den Aussendienst kommen. Ja, das sehe ich jetzt eigentlich weniger. Und ich Sie dürfen einführen? Nein, Spass beiseite. Ja, ich würde natürlich aktiv mit der Firma oder der Person auch noch zusammenarbeiten. Ja, aber würden Sie dann eine GmbH gründen wollen? Oder, Also ich habe ja die GmbH schon. Ah, Sie haben Sie sind nicht eine Einzelfirma? Sie Nein, haben GmbH. Ich habe eine GmbH. Ah, okay. Aber Sie zahlen sich selbst keinen Lohn? Also, wohl, ich lebe bereits davon. Und darf ich fragen, wie viel Lohn das Sie jetzt beziehen? Und ja, das kann ich sagen, das ist 5'200. Im Monat? Ja. Mitarbeiter sind Sie der Einzige? Ich bin der Einzige, ja. In der Regel bin ich 1 bis 2 Tage in der Woche im Aussendienst, gehe Firmen besuchen, zum Teil auch bestehende. Jetzt bin ich gerade in Willisau und bearbeite. Da habe ich gedacht, letzte Woche habe ich einen Kunden in Sursee. Da gefunden, ja, in diesen 2 Stunden, was machst du da noch? Habe ich gefunden, Willisau ist ein schönes Dorf und bin dann eigentlich dort hingelaufen und habe die Fachgeschäfte durchgelaufen. Bin ich in die Läden gegangen und dann konnte ich gerade direkt abschliessen. Und Umsatz ungefähr? Ich habe in den ersten 4 Monaten 20'000 Franken gemacht, im 2017 und im 2018 220'000. Und wie viele Schirme müssen Sie mindestens machen, dass es sich lohnt für Sie? Etwa 200 pro Stück. Von einem Ort? Von einem Ort. Richtig. 200 Stück? Ja. Was ist Ihr grösster Kunde? Der, der Ihnen jetzt am meisten abnimmt? Das ist der Globus. Wie viel? Das sind so 5'000 Stück? Oder? Nein, das sind etwa 7'000 Schirme. Wie viele Stück haben Sie verkauft bis heute? Ich habe das letzte Jahr 23'000 Schirme verkauft. Und wo liegt die Marge pro Schirm? Die liegt bei etwa 150%. Erklären Sie mir das geschwind. Das heisst, Sie stellen es her von 10 Franken unter Kosten. 8 Franken im Verkauf, also im Wiederverkauf ist er 23 Franken. Und im Endverkauf 49,90. 49 Franken? Ja, genau. Also wie viele Schirme haben Sie verkauft? Also der Umsatz weiss ich, 22'000 im 2018. Aber wie viele Schirme sind das ganz konkret? Es waren 23'000 Schirme das letzte Jahr. Und im 2017... Aber das müsste ja mehr sein. 23'000? Ja, das müsste mehr sein. Ja. Das müsste ja mehr sein. Hat sich Markus da verrechnet? Dann müssten Sie ja, wenn Sie 23'000 mal 23 verkauft haben, dann reden wir ja irgendwie über einen Betrag, der fast ja, 2,5-fachen ist von diesen 220'000. Ja, so eine halbe Million etwa. Ja, genau. Verspielt es sich Markus mit den Löwen? Also wo Umsatz müsste da sein? Ja. Wenn Sie 23'000 Schirme verkauft haben, zu dem Preis, was Sie sagen? Also ich habe natürlich noch bei mir im Lager. Ich habe noch nicht alle verkauft. Ah, das ist jetzt ein Unterschied. Ja. Aha. Also von denen habe ich vielleicht 12'000 verkauft. Mhm. Das letzte. Aha. Ja gut, Herr Hertig. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich Ihr Partner wäre, ja, und Sie würden mir sagen, Sie haben 23'000 Schirme verkauft und ich würde nachher herausfinden, 12'000 sind an Lager, dann möchten Sie lieber nicht mit mir zu tun haben. Darum bin ich draus. Okay, danke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Mühe eben mit dieser Aussage. Das ist für mich ein bisschen befremdend, eben, wenn man diskutiert oder wenn Sie sagen, Sie haben 23'000 Schirme verkauft. Aber eigentlich haben Sie die noch eingekauft. Also, vielleicht habe ich es falsch gesagt. Ich habe 23'000 Schirme eingekauft und vielleicht 12'000 verkauft. Das wäre eher richtig. Aber, wie gesagt, das Ziel ist eigentlich, die raschmöglichst zu verkaufen, die Schirme. Nicht nur in der Schweiz, oder? Ich meine, wir haben Deutschland. Ich habe von London Anfragen gehabt, um so einen Schirm zu machen. Oder von Wien.
Von überall her könnte ich das machen, aber allein kann ich es einfach nicht. Wie entscheiden sich die übrigen drei Löwen? Rolli, wenn wir uns vielleicht kurz auf die Seite noch stellen? Also, übrigens, ich wäre so schade. Ja? Also gut. Tobias, Anja und Roland ziehen sich zurück. Traum nicht so ganz über den Weg. Kommt es doch noch zu einem Deal mit Markus? Seine Idee überzeugt, aber die Löwen müssen dem Gründer auch vertrauen können. Ja, oder weil für 23 Franken hast du schon anständige Schirm kaufen. Wobei, das ist recht wertig, wenn du ihn anlangst. Das ist gut gemacht. Ja, das ist jetzt nicht super cheap, aber trotzdem, oder? In der Diskussion ist für mich klar geworden, dass ich da schon noch gewisse Risiken sehe, in die operative Verantwortung zu gehen. Das ist nicht das, was ich grundsätzlich suche. Darum bin ich da draus. Meine beiden Kollegen, Daniel Graf und Rolli Brack, möchten Ihnen aber jetzt ein gemeinsames Angebot abgeben von 70% Aktien, 160'000 Franken zu zahlen. Frau Graf tut sich verpflichten, 10'000 Stück von diesen Schirmen abzunehmen über die nächsten 2 Jahre. Und Herr Brack wird seinen brack.ch Vertriebskanal nutzen, um die Schirme zu vertreiben. Ist das Angebot soweit klar? Das ist klar. Vielen Dank für das Angebot. Ich finde das gut und würde das gerne annehmen. Gut. Lieber Dank. Herr Graf, vielen Dank. Ja, danke. Das Vertrauen Ihnen, Herr Brack. Ja, danke auch vielmals auf eine gute Zusammenarbeit. Ja. Also ich bin der Roland. Markus in dem Fall. Anja. Anja, danke vielmals. Merci. Merci. Toll, freue mich auch. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Trotz Fauxpas konnte Markus die Löwen für sich und seine Ringmap gewinnen. Die Freude ist groß. Jetzt erobern wir Europa mit Schirmen.